Frankfurt hat die Wahl. Radio Frankfurt spricht mit den OB-Kandidaten. Am 5. März ist Oberbürgermeisterwahl hier in Frankfurt. Frankfurt wählt ein neues Stadtoberhaupt. Heute ist Uwe Becker von der CDU unser Gast. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Herr Driller, danke für die Einladung. Herr Becker, wie stehen denn Ihre Chancen? Wie schätzen Sie sich selbst ein, Ihre Leistung bisher und Ihre Wählerinnen und Wähler? Also natürlich haben das am Ende, Sie sagen es, die Wählerinnen und Wähler in der Hand. Die Stimmung, die ich wahrnehme, ist aber eine sehr gute. Gerade auch deswegen, weil ich, glaube ich, wie kein anderer Kandidat und keine Kandidatin die breiteste Erfahrung mitbringe. 15 Jahre in dieser Stadtregierung als Sozial- und Sportdezernent, Kämmerer, Bürgermeister. Ich kenne Frankfurt von A bis Z. Ich bin Frankfurter hier aufgewachsen, lebe diese Stadt. Und ich glaube, die Erfahrung auf der einen Seite und das Herz und das Engagement für Frankfurt, das Zuhören, das Hingehen zu den Menschen in die Stadtteile hinein, aber auch schon die Stadt international vertreten zu haben, das alles sind Dinge, die bei den Menschen, glaube ich, ankommen. Aber es ist natürlich trotzdem schwer zu greifen, wie am Ende ein Wahltag läuft. Sie sagen es bereits, Sie sind seit vielen Jahren hier in Frankfurt aktiv in der Stadtpolitik. Viele Menschen hier in der Stadt kennen Sie bereits. Warum haben Sie sich denn jetzt dazu entschieden, anzutreten? Das hätten Sie ja auch theoretisch schon bei der letzten Wahl machen können. Warum wollen Sie jetzt Stadtoberhaupt werden? Nun, theoretisch ja, hätte ich auch früher schon antreten können. Wir haben uns in der Vergangenheit ein Stück anders entschieden, auch als Partei. Jetzt geht es aber um wichtige Weichenstellungen. Es hat die Abwahl des bisherigen Oberbürgermeisters gegeben und die Stadt ist führungslos. Und diejenigen, die momentan im Magistrat die Koalition formen, entscheiden nicht, sondern streiten. Das heißt, die Stadt ist insgesamt gelähmt. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich Verantwortung übernehmen möchte, meine Heimatstadt führen will. Und es liegt vieles auf den Schreibtischen, was angepackt werden muss. Die Herausforderungen sind groß und jetzt ist, glaube ich, ein Zeitpunkt, wo jemand mit dieser Erfahrung, diesem Herz für die Stadt, auch mit Würde nicht an sich denkt, sondern an die Anliegen Frankfurts. Und ich trete nicht an, um die Amtskette spazieren zu tragen, sondern um meine Heimatstadt gestalten und in die Zukunft führen zu können. Mhm. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie als Vertreter der CDU im Stadtparlament dann in der Opposition sind? Also die Römer-Koalition besteht ja aus Grünen, SPD, FDP und Volt. Wie würden Sie dann damit klarkommen als CDU-Oberbürgermeister? Nun, mein Verständnis ist ein neuer Politikstil. Ich möchte auf diese Koalition zugehen, nicht der Fünfte sein, der mit den Vieren, die schon streiten, zusätzlich in den Streit geht, sondern auch zusammenführen, auch diese Stadt führen. Und durch meine Kenntnis der Stadt, durch auch das Zusammenspiel mit denen, die auch jetzt Verantwortung tragen in der Vergangenheit, ich kenne die Akteure kennen mich. Sie wissen, dass ich jemand bin, der auf das Gemeinsame zustrebt, aber auch diese Stadt führen will. Und natürlich kenne ich auch den Instrumentenkasten, den ein Oberbürgermeister hat, auch Aufgaben selbst zu übernehmen, auch in die Stadtverordnetenversammlung selbst hineinzugehen. Also ich werde ein Oberbürgermeister sein, wenn mich die Menschen wählen, der diese Stadt wirklich nach vorne entwickelt. Und da wird sich, glaube ich, auch keine Koalition entgegenstellen, sondern es geht darum, gemeinsam und auch überparteilich endlich die Interessen der Stadt in den Blick zu nehmen und nicht die persönlichen eigenen Interessen von Parteien. Mhm. Welche Aufgaben würden Sie denn konkret als Oberbürgermeister dann selbst übernehmen, wenn Sie diesen Instrumentenkasten, wie Sie es sagen, so gut beherrschen? Nun, zunächst einmal habe ich schon deutlich gemacht, dass Themen, die in die Stadtteile hineingehen, die aber auch im Bahnhofsviertel anstellig sind, was das Thema Sauberkeit, was Sicherheitsfragen berührt, dass ich dort die Stabsstelle Sauberes Frankfurt auf jeden Fall wieder zurücknehmen werde in das Büro des Oberbürgermeisters, dass ich mich um das Thema Flughafen besonders kümmern möchte. Und alles andere wird sich ein Stück weit festmachen an den Gesprächen dann mit den Kolleginnen und Kollegen im Magistrat, wenn es möglich ist, auch so zusammenzufinden, ohne weitere Aufgaben umzuverteilen, dann geht es. Wenn sich Aufgaben in anderer Zuständigkeit besser lösen lassen, dann will ich eben auch da tätig werden. Auf den Wahlplakaten ist unter anderem zu lesen, dass Sie der Beste sind. Haben Sie sich immer schon als der Beste empfunden? Nein, aber nach 15 Jahren Magistratserfahrung, nach vielfältigen Aufgaben in den Gesellschaften, ob das im Flughafen, bei der ABG, also unserer Wohnungsbaugesellschaft, einer Mainova im Energiebereich, in der Messe, in vielen sozialen Fragen, im Sport, sehe ich eben, dass mit dieser Erfahrung es tatsächlich mit Uwe Becker jemanden gibt, mit mir, der eben von A bis Z Frankfurt kennt und ich sage auch selbstbewusst auf Frankfurt kann. Und deswegen sehe ich das auch, was meine politischen Vorstellungen sind und die Person zusammen, das Beste ist, was ich anbieten kann. Und deswegen ist mein Anspruch der und es ist jetzt der Beste für Frankfurt, wenn die Menschen Uwe Becker wählen. Alles klar, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen dann gleich weiter. Dann soll es um konkrete politische Themen gehen. Zu Beginn wollen wir über die Klimakrise sprechen. Frankfurt hat die Wahl.
Radio Frankfurt spricht mit den OB-Kandidaten. Uwe Becker ist unser Gast, der Oberbürgermeisterkandidat der CDU hier in Frankfurt. Wir wollen über das Thema, über das große Thema Klimakrise sprechen, Herr Becker. Um das Thema kommt auch in diesem Jahr hier in der Stadt natürlich niemand vorbei. Man muss nur an den letzten Sommer denken. Da spürt einfach jeder Mensch hier in der Stadt, dass sich da was verändert. Wie wollen Sie Frankfurt denn rüsten auf die nächsten wahrscheinlich auch heißen Sommer und generell auf diese Klimakrise? Also mein Ziel ist es, dass wir als Stadt Vorreiter im Klimaschutz in Deutschland werden. Und das ist ein sehr vielfältiges Programm, was mir dort vorschwebt. Das eine ist das Gesamtthema Energie. Wir haben, wenn wir auf Frankfurt schauen, auf die Dächer viel Potenzial, Photovoltaikanlagen auf viele, viele Dächer mehr zu bringen. Wir haben die Möglichkeit, im Oberrheingraben im Bereich Geothermie viel zu tun, mitnutzen zu können. Deswegen sage ich, dass wir die großen Energieunternehmen von Stadt und Region zusammenführen sollten, um gemeinsam in diese Initiativen zu gehen. Geothermie aber auch zu schauen, wenn die großen Wasserstoffpipelines durch Deutschland gebaut werden, dass Frankfurt-Rhein-Main dann nicht vergessen wird. Und das sind Themen, die im Bereich Energie für mich Möglichkeiten sind, dass bis 2030 alle Frankfurterinnen und Frankfurter ihren Strom nur noch aus erneuerbaren Quellen auch gewinnen und bekommen. Und natürlich müssen wir uns dem Thema Erwärmung der Stadt annehmen, auch der Frage Trinkwasserversorgung, bis hinein in die Frage Wohnungsbau. Wir diskutieren sehr stark über die Versiegelung von Flächen. Wir müssen Flächen in Frankfurt entsiegeln. Ich möchte, dass Frankfurt noch grüner wird, zumindest von der Umweltseite her. Das heißt, mehr Bäume, auch im innerstädtischen Raum, Plätze, die momentan zum Teil nicht sehr schön sind, grüner machen. Welche Plätze zum Beispiel haben Sie da im Kopf? Wenn wir uns den Bereich Rathenauplatz, Goetheplatz anschauen, Rossmarkt, dann ist das ja nicht unbedingt von Schönheit geprägt und schon gar nicht von Grün. Die Hauptwache selbst ist ein Areal, was sehr mehr durch Beton und durch Teer, auch wenn er hell ist, glänzt, als wirklich von Umwelt und Natur. Und einzelne kleinere Parzellen, die man anschauen kann, wo man Begrünung vornimmt. Nehmen kann. Also die Frage Begrünung, Energie und das, was auch in Richtung Trinkwasser geht, sind viele Komponenten einer grüneren und damit verträglicheren und nachhaltigeren Stadt. Das sind ja alles konkrete Punkte, die auch zum Teil die Römerkoalition, die aktuelle, angehen will. Hat dann nicht so ein Planungsdezernent viel mehr Macht als Sie als Oberbürgermeister? Kann der nicht viel mehr anstoßen, theoretisch? Nun, ein Planungsdezernent könnte Dinge anstoßen, wenn er sie denn anstoßen würde. Das ist ja eines der Probleme, das wir in Frankfurt momentan haben, dass die Politik ruht und eben nicht umsetzt, weil auch von der Spitze der Stadt kein Impuls ausgehen kann im Moment. Und das möchte ich ändern. Und deswegen ja, ich möchte ja auch in einer guten Zusammenarbeit als Oberbürgermeister mit einem Planungsdezernenten dafür sorgen, dass wir diese Dinge tatsächlich voranbringen. Aber auch etwa im Wohnungsbau darauf achten, dass wir nicht die halbe Region zubauen, zubetonieren, sondern auch Wohnungsbau gesund in die Fläche hinein entwickeln, damit wir uns nicht die Kaltluftentstehung und Kaltluftwinde, auch die Taunuswinde, nicht blockieren, die ja auch wichtig auch für das innerstädtische Klima sind. Das Thema Photovoltaik würde ich noch mal gerne ansprechen. Sie sagten vorhin, mehr Photovoltaikflächen für die Dächer hier in Frankfurt. Wie genau stellen Sie sich das vor? Sollen die privaten Eigentümer verpflichtet werden, Photovoltaik auf ihre Dächer zu bringen? Oder kümmert sich die Stadt komplett darum und bezahlt das dann auch am Ende? Also wie soll das konkret ablaufen? Also mir schweben verschiedene Modelle vor. Es gibt Bürgergemeinschaftsmodelle, wo man auch Initiativen fördert und unterstützt, die sich zusammenschließen, zum Teil in genossenschaftlichen Strukturen und dann über mehrere Dächer hinweg solche Anlagen aufsetzen, gemeinsam betreiben. Da kann eine Stadt durchaus ein Stück weit mit fördern. Und wir können natürlich auch Förderprogramme auflegen für die Allgemeinheit, das heißt für Menschen, die dann tatsächlich für sich sagen, ich baue mir das auf das Gebäude und vielleicht auch dort mit der Möglichkeit, auch in der Nachbarschaft noch stärkere Zugewinne zu haben und natürlich auch mit unseren Wohnungsgesellschaften selbst, die wir in Frankfurt haben, mit auch Firmen, die wir haben in Frankfurt, die auch stärker in die Pflicht nehmen, um dort Photovoltaik zu bauen. Also privates Engagement fördern, aber auch als Stadt selbst tätig werden. Ihre Konkurrentin von den Grünen, Manuela Rottmann, sagt, dass Frankfurt bis 2035 aus ihrer Sicht klimaneutral werden soll. Ist doch eine gute Idee, oder wie sehen Sie das? Klimaneutralität ist ja ein gemeinsames Ziel, was auch nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern auch, ich glaube, in Deutschland uns nicht trennt. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt erreichen wir das, wird man sehen müssen. Ich sehe im Moment nicht, dass der jetzige Magistrat, die jetzige Koalition, die notwendigen Mittel dafür, gerade für die Ertüchtigung der eigenen Verwaltungsgebäude, energetische Sanierung, dessen, was man selbst als Stadt erstmal tun kann, überhaupt im Haushalt stehen hat. Insofern kommt die jetzige Regierung den eigenen Zielen noch nicht mal nach. Auch
auch das will ich ändern. Insofern, ja, die Ziele sind richtig einzurichten. Ob wir es bis 2035 dann schaffen, kann man, glaube ich, heute schwer sagen. Aber wir sollten uns aufmachen, weil sonst dauert es noch länger. Und deswegen ist das gemeinsame Ziel Klimaneutralität etwas, was, glaube ich, über Parteigrenzen hinweg heute wichtig ist in der politischen Gestaltung der Stadt. Sie haben sich auch bekannt zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs hier in Frankfurt. Welche neuen Verkehrsprojekte werden Sie denn dann, so Sie denn Oberbürgermeister werden, hier in Frankfurt in der kommenden Legislaturperiode anstoßen? Also welche Bahnprojekte jetzt ganz konkret gemeint? Ja, also was den öffentlichen Nahverkehr angeht, brauchen wir auch erstmal einen Ring um Frankfurt herum, einen S-Bahn-Ring oder Bahnring, der mit der Regionaltangente West jetzt im Teil geplant wird. Aber wir müssten längst schon auf dem Weg sein, auch eine Regionaltangente Ost zu planen, die dann von dem Flughafen kommend über Offenbach rüber hoch nach Bad Vilbel-Friedberg den östlichen Teil der Region verknüpft, damit es einen Ring um Frankfurt gibt. Und wir brauchen innerstädtische Verbindungen, wenn ich an den Lückenschluss der Bockenheimer Warte bis nach Ginnheim denke, mit Anschluss auch der Universität, wo es um Tausende, Zehntausende von Studierenden geht. Das Gleiche dann bei der Frage Verlängerung der U2 über Gonstenheim nach Bad Homburg hoch zum Bahnhof. Die Straßenbahnprojekte, die anstellig sind, eine Ringstraßenbahn, die Frankfurts Stadtteile noch enger verknüpfen soll und auch dort, wo es notwendig ist, auch in Richtung Neubaugebieten hinein, auch das Thema Busverkehre stärker auch dort auszubauen, gerade auch was das Thema angeht, Rufbusse, ob es über die App oder per Telefon dann geht, aber eine Flexibilisierung auch des öffentlichen Nahverkehrs, damit er auch noch attraktiver wird und natürlich auch zu vernünftigen Preisen und nicht solche Erhöhungen, wie wir sie jetzt Anfang des Jahres hatten, wo die Koalition mal eben 30% draufgeschlagen hat. Das ist sicherlich nicht die Verkehrswende und macht sie auch nicht attraktiv. Okay, vielen Dank, Uwe Becker. Bis hierhin, und wie Uwe Becker mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen will, das hört ihr gleich. Frankfurt hat die Wahl. Radio Frankfurt spricht mit den OB-Kandidaten. Uwe Becker ist heute unser Gast. Am 5. März wird hier in Frankfurt eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister gewählt, und er will es werden. Ja, wir wollen jetzt sprechen, Herr Becker, über das Thema bezahlbarer Wohnraum hier in Frankfurt. Man kann sagen, seit 10 Jahren eigentlich ist es eines der größten Streitthemen hier in der Stadt. Viele Menschen spüren, dass die Mieten immer teurer werden und dass sich dieser Trend auch nicht so wirklich umkehrt. Gehen Sie damit, dass Sie sagen, das ist tatsächlich ein Problem, oder muss man irgendwann sich einfach damit abfinden und sagen, nun gut, in Frankfurt kann halt nicht jeder eine Wohnung bezahlen? Nein, Frankfurt muss dafür sorgen, dass Frankfurt bezahlbar bleibt im Wohnungsbereich. Die Mieten sind zu hoch. Viele, auch jüngere Menschen, können sich das überhaupt nicht leisten. Deswegen braucht es bezahlbaren Wohnraum, und das fängt an auch bei Azubi-Wohnen, also Wohnungsangebote auch für Auszubildende. Wir haben im Bereich der Studierenden Studierendenwohnheime, auch da muss mehr getan werden, aber auch Wohnen für junge Menschen, die hier den Beginn auch ihrer beruflichen Karriere nehmen wollen und das nicht einfach bezahlen können aus dem, was sie als Azubi-Vergütung bekommen. Und es braucht darüber hinaus tatsächlich eine Wohnungsbaupolitik, nicht nur planen. Wir haben eine Situation, dass viele Bebauungspläne seit Jahren auf dem Schreibtisch des Planungsdezernats liegen, ohne dass sie nach vorne gebracht werden. Das heißt, Bauland wird nicht zusätzlich genug erschlossen. Damit bremsen wir im Moment die Wohnungsbaupolitik, und da muss mehr Schwung rein. Welches Bauland haben Sie da im Kopf? Wo kann hier in Frankfurt, ja, noch mehr Wohnraum geschaffen werden? Also wir haben Beispiele, wie es etwa im Norden Frankfurts der Fall ist. Dort gibt es ein Bauprojekt, wo über 1300 Wohnungen gebaut werden können. Das, was früher mal Bonamis Ost genannt wurde, inzwischen Eschbachtal heißt, aber noch mit keiner einzigen Wohnung belegt ist. Da liegen seit 7 Jahren die Pläne irgendwo in den Schubladen im Planungsdezernat. Und wir könnten viele Stadtteile gesund in die Zukunft entwickeln. Das heißt, mir schwebt vor, dass wir nicht weit raus auf die grüne Wiese gehen und mit dem Thema Klimaschutz kollidieren und die Region zu betonieren, sondern vorhandene Stadtteile gesund ausbauen, gesund fortentwickeln, organisch wachsen lassen, damit wir auch anschließen können an Infrastruktur vom Nahverkehr bis zu Schulen und Kindertagesstätten. Und da hat Frankfurt eine ganze Menge an Potenzial. Man muss es nur auf den Weg bringen. Das heißt, die Pläne zum Beispiel der Frankfurter SPD im Nordwesten, diesen Stadtteil zu bauen, den erteilen Sie eine Absage? Also so wie im Augenblick
Augenblick die Josefsstadt geplant ist, war sie nicht nur der größte regionalpolitische Schaden, den Frankfurt angerichtet hat, der Region sozusagen vor den Kopf zu knallen, dass man sie demnächst zubetonieren will. Das hat zu tiefen Verwerfungen mit der Region geführt. So kann man auch regionale Planungspolitik nicht betreiben. Und ich bin für Wohnungsbau, aber gegen diese Josefsstadt, weil sie großflächig die Region und Frankfurt auch belastet. Dadurch, dass wir Kaltluftentstehung zubauen, an vielen anderen Stellen in die Umwelt eingreifen. Wir erreichen keine nachhaltige Stadt, wenn wir blind auf die grüne Wiese gehen. Und deswegen eine gesunde Entwicklung der Stadt, Wohnungsbau ja, aber nein zu dieser Josefsstadt. Nun werden in vielen Wohnungen in diesen Tagen die Nebenkostenabrechnungen eintrudeln von den Strom- und Gas- und Ölrechnungen des letzten Jahres, der letzten Monate. Was können Sie denn als Oberbürgermeister machen, damit auch hier die Menschen zum Teil entlastet werden können, weil viele ja bisher noch gar nicht richtig einschätzen können, wie viel da auf sie zukommt? Also ich möchte für die kurzfristige Lösung dieser Frage einen Härtefonds einrichten, das heißt finanzielle Unterstützung auch durch die Kommune leisten. Bund und Land haben ja Programme in den letzten Monaten aufgelegt. Ich glaube, es stünde Frankfurt gut an, in ähnlicher Form tätig zu werden. Aber wir brauchen natürlich mittelfristig und langfristig das, was ich aus dem Bereich Umwelt- und Naturschutz, aber genauso auch Energiepolitik vertrete. Eine Energiepolitik, die die Menschen uns alle unabhängiger macht von fossiler Energie. Und deswegen zahlt sich auch hier langfristig eine Politik aus, die eben auf Photovoltaik in der Stadt, auf Fernwärme und andere Quellen setzt, damit wir von diesen Abhängigkeiten und damit auch von den hohen Kosten runterkommen. Abschließend zum Thema Wohnen. Sie haben selbst gesagt, es muss mehr gebaut werden, mehr Wohnraum muss entstehen. Wenn man sich dann mal hier in der Stadt umschaut und guckt, welche Wohnungen gebaut werden, das sind das zum großen Teil eben sehr teure Wohnungen. Wie wollen Sie das verhindern, dass es in Zukunft nicht nur Luxuswohnungen gibt? Ja, in dieser Entwicklung im Moment sieht man ja, dass die augenblickliche Politik an der Stelle leider halt auch versagt. Und deswegen braucht es tatsächlich zum einen neues Bauland, aber Bauland, was wir nicht erst in 20 Jahren dann umsetzen können, sondern jetzt zügig in die Entwicklung geht. Wir brauchen ein Stück weit dieses Engagement stärker, auch unsere eigenen Wohnungsbaugesellschaften. Also die AWG ist ja ein großes Unternehmen mit 54.000 Wohnungen in der Stadt. Das heißt, Sie würden der AWG dann auch mehr Vorschriften machen, gebaut werden muss? Ja, wir brauchen, ohne dass ich jetzt über Vorschriften, aber wenn man gemeinsame Ziele definiert und sagt, wir müssen den Anteil des geförderten Wohnraums in Frankfurt erhöhen, dann ist das eine Politik, die ich auch als Oberbürgermeister vertreten will, weil tatsächlich im Moment das Notwendige im Bau nicht stattfindet. Gut, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen dann gleich weiter. Dann soll es vor allem um das Thema Bahnhofsviertel gehen. Frankfurt hat die Wahl. Radio Frankfurt spricht mit den OB-Kandidaten. Am 5. März ist Oberbürgermeisterwahl und einer, der Oberbürgermeister werden will, ist Uwe Becker und heute zu Gast hier in den Skyline-Studios von Radio Frankfurt. Nochmal hallo, Herr Becker. Hallo, Herr Driller, grüß Sie. Viele Freunde von mir, die nicht so oft in Frankfurt sind, aber mich besuchen kommen und mit dem Zug vorbeischauen, die sagen mir oft: Lieber Daniel, was ich da gesehen habe am Bahnhof, rund um den Hauptbahnhof, das erschreckt mich. Wie sind da Ihre Pläne, um diesem Trend entgegenzuwirken? Ja, Sie haben vollkommen recht. Also das Bahnhofsviertel ist auch für mich das beste Beispiel dafür, wie insgesamt der Stadtpolitik die Stadt entgleitet. Und ich möchte diese katastrophalen Zustände im Bahnhofsviertel endlich jetzt beenden, auch schnell beenden. Das ist eine meiner wichtigsten Themen, weil es geht tatsächlich um drei Dinge. Es geht zum einen darum, den Menschen zu helfen, den Süchtigen zu helfen, die Angebote, die es dort gibt, auch so anzupassen, dass sie tatsächlich angenommen werden, damit die offene Drogenszene beendet werden kann. Warum funktioniert das denn wohl bisher nicht? Weil wir die jetzige Situation mit vielen Crack-Abhängigen, auch dem, was an synthetischen Stoffen mehr und mehr dort Einzug hält, immer noch nicht ausgerichtet haben auf das, wie wir die Drogenpolitik anpassen. Es gab den Frankfurter Weg, der sich damals sehr stark um das Thema Heroinabhängige und andere Formen der Drogenabhängigkeit gekümmert hat. Wenn heute ein Crack-Süchtiger zu einer Einrichtung geht und eine halbe Stunde warten muss, bis er vielleicht im ersten Stock seine Pfeife rauchen kann, dann geht er dort nicht hin und dann bleibt er auf der Straße. Und
Das sind Dinge, wo wir merken, dass die Stadtpolitik den Frankfurter Weg nicht fortgeschrieben hat, und den möchte ich fortschreiben mit weiteren Gesundheits- und Sozialangeboten, mit dem, was auch den Betroffenen zugutekommt, aber auch eine Ausstiegsorientierung, wo wir Träger haben wie Fleckenbühler und andere, die in Marburg und anderen Orts Angebote anbieten, um Menschen auch aus der Szene komplett rauszunehmen. Wenn ich immer wieder ins Bahnhofsviertel muss, um ein Hilfsangebot anzunehmen oder in der Szene unterwegs bleibe, dann komme ich nicht raus. Und das heißt, das große Thema Hilfen, Veränderung dieser Hilfen, ist eine meiner drei Säulen, die ich dort umsetzen will. Mhm. Auch eine Waffenverbotszone wird immer wieder diskutiert. Diesen Vorschlag hatten Sie unter anderem als erstes eingebracht. Was genau würde das bedeuten? Würde das überhaupt irgendwas ändern? Weil Waffen sind doch sowieso verboten, oder? Nein, wir haben leider nicht die Möglichkeit, per se Waffen in Anführungszeichen zu verbieten. Wenn jemand mit seinem Klappmesser unterwegs ist, mit dem Pfefferspray, mit anderen Dingen, dann ist das heute eine Situation, wo auch die Polizei sagt, sie möchte dort eine Waffenverbotszone. Aber mir geht es auch weiter darum, dass wir mit einer starken Polizeipräsenz vor Ort sind, dass wir auch Videotechnik einsetzen in kritischen Punkten wie dem Kaisersack, also dem direkten Bereich vom Bahnhof rausgehen in die Kaiserstraße kommt, aber auch in Elbestraße, Taunusstraße, neuralgischen Punkten. Ich möchte ein Sicherheitspavillon der Stadtpolizei im Kaisersack, wo die Menschen auch eine Ansprechsituation haben. Das heißt, dort auch den Dealern und den Kriminellen wirklich nachstellen und gemeinsam mit den Strafverfolgungsbehörden, mit Staatsanwaltschaft und Justiz dafür sorgen, dass auch das Umgehen mit den Kriminellen ein anderes wird. Ein weiteres Thema hier in der Stadt ist die Zukunft der Frankfurter Bühnen. Also was wird aus der Oper, was wird aus dem Schauspiel, dass die beiden Häuser marode sind und dass es so nicht mehr weitergehen kann, das ist klar. Wo soll denn vor allem neu gebaut werden? Die Frankfurter CDU hatte ja zuletzt in den letzten Jahren immer wieder den Vorschlag gemacht, am Osthafen im Ostend die Oper zu bauen. Sind Sie da immer noch auf diesem Kurs? Nein, was den künftigen Sitz oder Standort von Oper und Schauspiel angeht, glaube ich, werden wir uns konzentrieren müssen auf die Flächen zwischen alter Oper und heutigem Standort. In diesem Band, glaube ich, wäre es eine tolle Möglichkeit, ein neues Opernhaus zu schaffen. Wir können das alte Gebäude nicht so sanieren, wie es notwendig ist. Deswegen kommen wir um Neubauten nicht herum. Und wenn wir insgesamt eine Kulturachse schaffen, von der alten Oper bis runter zum Willy-Brandt-Platz mit einer Oper, einem Gebäude, was auch architektonisch ein Ausrufezeichen dieser internationalen und starken Stadt Frankfurt wäre, ist das meine Überlegung. Aber Kulturpolitik leidet im Moment auch darunter, dass Kulturpolitik kaum stattfindet. Eines der Themen, was auch nicht mehr auf der Agenda steht, ist hier eine breite Debatte. Und das möchte ich als Oberbürgermeister ändern, über die Bühnen hinaus, bis in Fragen der freien Szene oder andere Themen oder auch Clubszene, Entwicklung dessen, was Frankfurt lebens- und liebenswert macht. Und da möchte ich insgesamt, dass Frankfurt wieder Schwung aufnimmt. Und dazu gehört dann auch der Neubau von Opernschauspiel. Okay, dann abschließend noch die Frage. Es läuft eine Strafanzeige gegen Sie, Herr Becker. Zwei Stadtverordnete der Partei Die Partei hatten Sie angezeigt, da Sie sich auf Plakaten bereits als Oberbürgermeister bezeichnen. Deswegen jetzt die Frage, waren Sie hier ein bisschen voreilig? Nein, also wer weiß, dass wir Wahlkampf haben und das Wahl ist, kann auch nachvollziehen, dass vielleicht der ein oder andere, wie in dem Fall Die Partei, selbst ein bisschen, glaube ich, damit Wahlkampf machen will. Dass die Botschaft, Ihr Oberbürgermeister heißt, dass ich dies werden möchte und den Frankfurter das anbietet, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten klar. Und das ist ein Angebot an die Menschen und ich trete an als der Oberbürgermeister werden möchte. Und das ist, glaube ich, hier ein bisschen sozusagen der Tanz im Wasserglas, den hier die Partei vollzieht. Das gehört zu einer Satirepartei. Es war nie der Anspruch, sondern das Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, und die Frankfurter können das auch einordnen. Satire darf alles sozusagen, ja. Uwe Becker, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, vielen Dank. Frankfurt hat die Wahl. Radio Frankfurt informiert.